Oh, ja, LED-Lampen sind toll. Sie sind sowohl eine energieeffiziente als auch eine effektive Lichtquelle. Aber ich finde, das Licht hier ist ziemlich schummrig. Also lass es uns für dieses Video heller und wärmer machen. Vor kurzem habe ich einen Testaufbau für Natrium- und Quecksilberlampen zusammengestellt. Es ist an der Zeit, sie zu testen. Los geht's! Es dauert eine Weile, bis alles aufgewärmt ist. Jetzt hat das Innere dieser hellen Lampe weit über 1000 Grad Celsius erreicht. Denn in ihrem Inneren befindet sich ein echter Strahl glühenden Plasmas. Erstaunlicherweise schmilzt Glas bei einer so hohen Temperatur nicht. Wie kommt das? Und was kann so hitzebeständiges Glas aushalten? Also, lasst es uns herausfinden. Heute erfährst du, wie das teuerste Glas der Welt hergestellt wird. Und warum es sich am besten eignet, um einen hellen und sengenden Plasmastrahl zu erzeugen, der Temperaturen von über 5000 Grad Celsius erreicht. Aber zuerst wollen wir in die Geschichte eintauchen. Schon in der Steinzeit bemerkten unsere Vorfahren ein glasartiges Material, das in der Nähe von Vulkanen gefunden wurde, Obsidian. Es ist ein vulkanisches Glas. Das entsteht, wenn die aus einem Vulkan ausgestoßene Lava schnell abkühlt. Es ist glänzend und hart genug, um daraus primitive Klingen herzustellen. Um dir zu zeigen, wie natürliches Glas entsteht, habe ich diesen Knallgasgenerator gebaut. Das ist ein Gemisch aus Wasserstoff- und Sauerstoffgasen. Wenn ein elektrischer Strom durch eine Alkalilösung geleitet wird, zerfällt das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, die sich in der Flamme dieser kleinen Fackel wieder vereinen. Diese Flamme kann Temperaturen von mehr als 2500 Grad Celsius erreichen, was es uns ermöglicht, dieses kleine Stück Vulkangestein Basalt zu schmelzen. Wir sehen, wie sich das graue Gestein nach einer Weile in ein Stück schwarz glänzendes vulkanisches Glas verwandelt. Dieser ist trotz seines Namens jedoch nicht durchsichtig und kann nicht für die Herstellung von Geschirr oder Fensterscheiben verwendet werden. Deshalb haben die Menschen im alten Ägypten schon 3000 Jahre vor Christus damit experimentiert, verschiedene Materialien zu schmelzen. Sie mischten zum Beispiel Sand, Kalkstein und andere Mineralien, bis sie so etwas wie eine primitive Glasmasse erhielten. Nach ein paar Anpassungen gelang es ihnen, die ersten Glaswaren herzustellen. Aber es war nicht ganz durchsichtig. Es war gefärbt, weil es Verunreinigungen aus Chrom, Kobalt und Eisenoxiden enthielt. Der Begriff Glas wurde erstmals von den Römern geprägt, die gerne Wein aus Glaswaren tranken. Das erste transparente Glas wurde im 13. Jahrhundert in Italien hergestellt. Damals erfanden venezianische Glasbläser ein völlig durchsichtiges Glas namens Cristallo. Sie fügten der üblichen Glasmischung aus weißem Sand, Natrium und Kalk ein wenig Manganperoxid hinzu, um das Gemisch zu verfärben. Aber solches Glas war ziemlich teuer. Für die Herstellung von Weingläsern und anderem Geschirr verwendeten sie daher billiges Kalk-Natron-Glas, das aus Sand, Natrium und Kalk bestand. Moderne Glasbläser verwenden immer noch genau dieses Glasgemisch, das im Mittelalter erfunden wurde, weil es am leichtesten zu schmelzen und zu bearbeiten ist. Auch heute noch gilt das sogenannte handgemachte Murano-Glas als eines der teuersten. Wahrscheinlich ist es aber nur deshalb so teuer, weil es sich um exklusive, handgefertigte Produkte handelt. Da es chemisch gesehen die gleiche Art von Kalk-Natron-Glas ist, sind die Kosten recht niedrig. Heutzutage wird Kalk-Natron-Glas zur Herstellung einer Vielzahl von Glasprodukten verwendet, von Glasbehältern bis hin zu Fensterscheiben. Allerdings reagiert dieses Glas aufgrund seines hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten schlecht auf Temperaturänderungen. Deshalb legen GlasbläserInnen das Glas nach der Herstellung des Rohlings für ihre Arbeit in auf 400 Grad Celsius erhitzte Öfen, damit es langsam abkühlt und nicht bricht. Ich glaube, das reicht erst einmal an Theorie. Kommen wir nun zu den Experimenten mit verschiedenen Glassorten. Bis jetzt habe ich dir von einem gewöhnlichen Kalk-Natron-Glas erzählt. Fangen wir damit an. Stellen wir uns vor, die Lampen, die du am Anfang des Videos gesehen hast, bestehen aus gewöhnlichem Kalk-Natron-Glas und in ihrem Inneren wird ein heißes Plasma aus Quecksilber-Ionen und anderen Verunreinigungen erzeugt.
Aber ich habe nicht die nötige Ausrüstung, um eine solche Lampe herzustellen, also muss ich einen anderen Weg finden. Die Idee für das nächste Experiment stammt aus dem Nine-Red-Kanal, wo ein Typ die Eigenschaften des Plasmas untersuchte, das in einem Mikrowellenherd erzeugt wird. Ich frage mich, ob dieses heiße und helle Plasma erzeugen kann, ohne die Becher aus verschiedenen Glassorten zu beschädigen. Zunächst habe ich mehrere gebrauchte Mikrowellenöfen gekauft und die Glasplatten entfernt, damit das erzeugte Plasma die Wände der Becher besser erhitzen kann. Dann habe ich einen Graphitigel mit mehreren Stücken Alufolie auf das Drehelement gestellt. Ich deckte alles mit einem gewöhnlichen Kalk-Natron-Glas ab, um zu sehen, was passieren würde. Interessant. Überraschenderweise bildet sich aus der Aluminiumfolie unter dem Einfluss von Mikrowellen ein hellblaues Plasma mit verbrannten Aluminiumionen. Allerdings sieht man den Effekt nicht wirklich, da das Maschendrahtgitter an der Tür, das die Mikrowellenenergie reflektiert, die Sicht versperrt. Also beschloss ich, mir eine weitere Idee aus dem Nine-Red-Kanal zu borgen und ein kleines Loch in die Rückseite des Mikrowellenofens zu bohren, durch das ich gefahrlos aufzeichnen kann, was im Inneren passiert. Das Loch hat einen Durchmesser von 7 mm. Meinen Berechnungen zufolge dürften die Mikrowellen nicht hindurchgehen, denn die Länge dieser Wellen beträgt 12 cm. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie durch ein so kleines Loch entkommen. Ich habe mein Smartphone an dem Loch befestigt, um aufzuzeichnen, was im Inneren passieren würde. Ich hoffe, dass mein Smartphone dabei nicht beschädigt wird. Wir wiederholen dasselbe Experiment mit dem Kalk-Natron-Glas. Jetzt können wir deutlich sehen, wie das verdampfte Aluminium ein hellblaues Plasma erzeugt, das der vierte Aggregatzustand ist und aufgrund seiner hohen Temperatur bis zum Boden des Glases fließt, wodurch das Glas plötzlich erhitzt wird. Wie wir sehen können, hält das Glas dieser plötzlichen Hitze nicht stand und zerbricht in wenigen Sekunden. Die Lektion für uns ist, dass Mamas Gläser nicht zur Erzeugung von Plasma verwendet werden sollten. Da Kalk-Natron-Glas bei plötzlichen Temperaturschwankungen leicht zerspringen kann, entwickelte Otto Schott im späten 19. Jahrhundert hitzebeständiges Borosilikatglas. Es enthielt neben Sand auch Boroxid, Aluminiumoxid und Natriumnitrat. Diese Zusammensetzung unterschied sich grundlegend von der des gewöhnlichen Silikatglases und die Glasmasse war zähflüssiger. Trotzdem hatten Produkte aus diesem Glas eine höhere Hitzebeständigkeit. Sie konnten plötzliche Abkühlungen und Erhitzungen leicht verkraften, da sie einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten hatten. Dieses Glas wurde häufig für die Herstellung von Kochgeschirr und Laborglas verwendet, sodass fast alle Becher und andere Gegenstände aus hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt werden. Übrigens stellt die Firma Schott, die nach dem Erfinder des Borosilikatglases benannt ist, immer noch Glaswaren aus diesem Material her. Für den zweiten Versuch beschloss ich, ein gewöhnliches Kalk-Natron-Glas durch einen hitzebeständigen Becher aus Borosilikatglas zu ersetzen und erneut Plasma aus Aluminium in einem Mikrowellenofen zu erzeugen. Ich fragte mich, wie lange das Becherglas diesen extremen Bedingungen standhalten würde und ob es durch einen so plötzlichen Temperaturwechsel beschädigt werden würde. Nachdem das Plasma erzeugt wurde, begann es, das Glas von innen zu erhitzen und es in einem schönen Blau zu erleuchten. Bemerkenswerterweise hielt das hitzebeständige Glas diesen Bedingungen etwa 5 Minuten lang stand, also 2,5 Mal länger als ein gewöhnliches Kalk-Natron-Glas. Als die Folie des Graphit-Tiegels fast vollständig geschmolzen war, beschloss ich, das Experiment mit diesem Becher zu beenden. Allerdings, nach etwa 3 Minuten Abkühlung, begann der Boden des Bechers von selbst zu brechen und bildete dabei diesen runden Riss. Daraus kann man schließen, dass selbst Borosilikatglas der extrem schnellen Erhitzung durch Aluminiumplasma nicht standhält. Aber dieser Becher war nicht neu und er könnte bereits Mikrorisse gehabt haben. Um die Ergebnisse des Experiments zu überprüfen, beschloss ich, einen anderen hitzebeständigen Becher aus Borosilikatglas zu nehmen und das gleiche Experiment mit ihm zu wiederholen. Aber aus irgendeinem Grund gelang es mir diesmal nicht, ein langanhaltendes Aluminiumplasma zu erzeugen. Es erlosch nach wenigen Sekunden und erhitzte den Boden des Bechers nicht lange genug. Also beschloss ich, Magnesiumspäne zu verwenden, um ein stabileres Plasma zu erzeugen. Als das Magnesium mit Mikrowellen bestrahlt wurde, entzündete es sich allmählich und erzeugte nach teilweiser Verdampfung ein leuchtend grünes Plasma, was ein ziemlich spektakulärer Anblick war.
Gleichzeitig hatte das Plasma keine Zeit zu erlöschen, da all die neuen Magnesiumatome es weiter glühen und erhitzen ließen. Unter dieser extremen Hitze konnte das Becherglas, das eigentlich aus hitzebeständigem Borosilikatglas bestehen sollte, der Hitze nicht standhalten und zersprang wie ein gewöhnliches Einmachglas. Und jetzt ist dieser mittelscharfe Becher servierfertig. Aber im Ernst, versucht das wirklich nicht zu Hause, denn es ist sehr gefährlich. Also, da selbst hitzebeständiges Glas einer solchen Temperatur nicht standhalten kann, woraus besteht dann die Lampe, die ein extrem helles Licht abgibt, wie ich am Anfang des Videos gezeigt habe? Sie besteht aus dem teuersten und hitzebeständigsten Glasmaterial der Welt, Quarzglas. Dieses Glas kann eine extrem schnelle Erhitzung auf bis zu 1500 Grad Celsius aushalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Wegen des hohen Preises besteht bei solchen Halogen-Metalldampflampen jedoch nur das Innenrohr aus Quarz, während der Rest des Kolbens aus gewöhnlichem hitzebeständigem Glas besteht. Quarzglas wird durch die Legierung von Quarz oder hochreinem Quarzsand hergestellt. Da ich aber keinen habe, werde ich das Glas mit Katzenstreu herstellen. Ja, manche Katzenstreus werden aus Kieselgel hergestellt, das praktisch reines Siliziumdioxid ist. Wenn es mit der Flamme eines Knallgasbrenners erhitzt wird, beginnt das Kieselgel zu schmelzen und bildet eine weiße Substanz, die Quarzglas irgendwie ähnelt. Natürlich, in der Industrie erfolgt das Erhitzen natürlich im Vakuum und bei höheren Temperaturen, um sicherzustellen, dass das Glas blasenfrei und transparent ist. Für meine Experimente habe ich auch mehrere Quarzglasbecher gekauft, die ziemlich teuer sind. Und das ist auch vernünftig, denn die Kosten für Quarzglas sind aufgrund des aufwendigen Herstellungsprozesses die höchsten unter allen Glasarten. Für alle Fälle beschloss ich zu überprüfen, wie ehrlich der chinesische Hersteller mit der Qualität dieser Becher ist. Also habe ich versucht, einen kleinen Becher mit einem Knallgasbrenner zu schmelzen. Wie du siehst, hat das nicht ganz geklappt, denn die Wärmeleitfähigkeit und der Erweichungspunkt von Quarzglas sind viel höher als die von normalem Glas. Denn letzteres beginnt schon bei 500 Grad Celsius zu erweichen. Zum Vergleich, so verhält sich ein Kalk-Natron-Glas, wenn es meinem Knallgasbrenner ausgesetzt wird. Übrigens, im Gegensatz zu kristallinen Stoffen wie Metallen, hat Glas keinen bestimmten Schmelzpunkt, weil es keine kristalline Struktur hat. Deshalb wird es allmählich weicher, bis es bei einer Temperatur von etwa 1700 Grad Celsius ganz flüssig wird. Der Weichungspunkt von Quarzglas ist viel höher als der von Kalk-Natron-Glas, weil es größtenteils aus reinem Siliziumdioxid ohne Verunreinigungen durch Natrium, Calcium und andere Metalle besteht, wie bei gewöhnlichem Kalk-Natron-Glas. Deshalb kann ich ein Quarzglasrohr nicht mit einem herkömmlichen Gasbrenner schmelzen, egal wie sehr ich es versuche. Das gleiche Rohr aus Kalk-Natron-Glas hingegen schmilzt ganz leicht. Das einzige, was Quarzglas bis zu einem bestimmten Punkt erweichen kann, ist ein starker Sauerstoff-Acetylen-Brenner. Mein kleiner Knallgasbrenner hat das nicht geschafft. Und das Rohr war nur an den Rändern leicht aufgeweicht. Also, es ist an der Zeit zu testen, ob mein Quarzbecher dem Strom des heißen Magnesiumplasmas, das in einem Mikrowellenofen entzeugt wird, standhalten kann. Wie im vorherigen Experiment entzündet sich das Magnesium, verdampft dann teilweise unter dem Einfluss der Mikrowellen und aus dem Magnesiumdampf bildet sich ein hellgrüner Plasmaball. In bestimmten Momenten kann seine Temperatur die Temperatur der Sonnenoberfläche erreichen, die mehr als 5700 Grad Celsius beträgt. Aber im Gegensatz zu früheren Gläsern, die den extremen Bedingungen nicht standhalten konnten, können wir deutlich sehen, dass dieses hitzebeständige Glas diesem Plasmaproblem nur standhält. Egal wie stark ich diesen Becher erhitze, es ist wahrscheinlich, dass die Mikrowelle Feuer fängt und der Becher unversehrt bleibt. Tatsächlich ist genau das passiert. Aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit wird Quarzglas heute für die Herstellung vieler Gasentladungslampen verwendet. In Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Halogen-Metalldampflampen, zum Beispiel wird in Quarzglasrohren durch Quecksilberionen mit Natriumiodid und Scandiumtriodid ein Plasma gezündet, das weißes Licht abgibt. Diese Lampen werden wegen ihrer hohen Helligkeit hauptsächlich in der Straßenbeleuchtung eingesetzt.
Zu Hause sehen wir gewöhnliche Halogenlampen. Aber ihre Kolben bestehen ebenfalls aus Quarzglas, sodass sie plötzliche Erwärmung und Abkühlung vertragen. Auch diese Birne konnte ich nicht mit einem Knallgasbrenner schmelzen. Es ist bemerkenswert, dass die Stahlelektroden in einer Sekunde geschmolzen sind, das Glas aber nicht. Wir können ein interessantes Experiment mit einer solchen Glühbirne durchführen. Wenn wir versuchen, sie mit einer Schleifscheibe zu reiben, sehen wir ein ungewöhnliches Leuchten oder wissenschaftlich ausgedrückt Tribolumineszenz. Wenn die Bindungen zwischen den Siliziumdioxidmolekülen brechen, wird Energie in Form von Licht freigesetzt. Und das sieht ziemlich faszinierend aus. Und ja, das sind keine Funken, wie du vielleicht denkst, denn es gibt einfach nichts zu verbrennen. Und noch was, während ich das Video drehte, fiel mir auf, dass die Quarzgläser einen interessanten Klangeffekt erzeugen. Hör dir einfach mal das Klingeln an. Es wäre interessant, Gläser daraus herzustellen, sodass sie einen Ton erzeugen, wenn man mit ihnen anstößt. Quarzglas wird nicht nur zur Herstellung von hitzebeständigen Gläsern verwendet, sondern auch in optischen Geräten, weil es die Infrarotstrahlung gut durchlässt. Beachte den Unterschied zwischen Kalk-Natron-Glas und Quarzglas. Quarzglas ist für Infrarotstrahlung völlig durchlässig, während Kalk-Natron-Glas das von der Infrarot-LED der Fernbedienung ausgehende Licht teilweise absorbiert. Diese Eigenschaft wird auch in Glasfaserkabeln genutzt, die Daten im Infrarotspektrum rund um die Welt übertragen. Übrigens gibt es noch ein anderes Material, dessen Schmelzpunkt noch höher ist als der von Quarz. Es ist Aluminiumoxid. Im Alltag finden wir es in Natriumdampflampen, die hauptsächlich für die Straßenbeleuchtung verwendet werden. Im Inneren dieser Lampen befinden sich Röhren, die nicht aus Glas, sondern aus durchsichtiger Aluminiumoxid-Keramik bestehen. Und ja, geschmolzenes Aluminiumoxid ist kein Glas wie Quarz, sondern Keramikmaterial. Das liegt daran, dass ein festes Rohr aus Aluminiumoxid Kristalle enthält, die Glas aufgrund seiner amorphen Struktur nicht hat. Mal sehen, wie diese Lampe in meinem Versuchsaufbau funktionieren wird. Wenn Strom angelegt wird, erhitzt sich das Natriumamalgam hier in der Keramikröhre und nach einer Weile verdampft es und leuchtet mit diesem hellgelben Lichtbogen. Wie bei den Halogen-Metalldampflampen ist die Helligkeit dieser Lampe ziemlich extrem. Deshalb ist es besser, eine Sonnenbrille zu tragen. Quarzglas wird bei der Herstellung dieser Lampen nicht verwendet, weil es den giftigen Dämpfen des verbrannten Natriums nicht standhält. Diese Lampen sind wirklich eine Ausnahme, weil in allen anderen Lampen Quarzglas enthalten ist. Also, ich glaube, nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du keine Fragen mehr darüber haben, welche Art von Glas in diesen superhellen Natriumdampf- und Halogenmetalldampflampen verwendet wird. Und wozu dieses feuerfeste Material in der Lage ist. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren, um noch mehr neue und interessante Dinge zu erfahren.